Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück in Wizard 101 mit der Fanny. Wir dürfen heute in die Savanne. Auf geht's! Ich freue mich. Okay. Gut, in der Savanne gibt es ja auch ein Äffchen, ne? Wir erinnern uns, ich habe ja eine neue Schatzsucher-Fin-Quest bekommen. Ach, guck mal. Guck mal, wer hier ist. Hi. Alles klar, mit ihm muss ich reden. Guck mal, da ist eine Kiste. 160 Gold, das ist ja ordentlich. Das ist ordentlich. Ich gucke hier gleich mal nach dem Affen, aber hier vorne wird nichts sein. Eine Alraune. Die nehme ich mit. Na gut, dann reden wir erstmal mit ihm hier. Mit Tick-Tick. Greetings, Wizard. You look as though you've lost something. Tell me your needs and I will help you find what you seek. Ich grüße dich, Zauberin. Du machst auf mich den Eindruck, als hättest du irgendetwas verloren. Sage mir, was es ist und ich helfe dir, es zu finden. I am thrilled to meet a true wizard. Your kind's reputation precedes you. Es ist mir eine große Freude, einmal einen echten Zauberer kennenzulernen. Euer Ruf eilt euch voraus. But if I may be bold, you seem lost and out of place. I am a member of the Striped Mane tribe, and I know this area well. Aber wenn ich ehrlich sein darf, du siehst ein wenig verloren aus. Ich gehöre zum Stamm der Streifminen und kenne mich in dieser Gegend gut aus. You are looking for the guard, Mrs. Redband, yes? It was obvious. You are trying to catch the Wizard City class. Du suchst Misery Rotstreif, nicht wahr? Das dachte ich mir. Du bist hinter den Schülern aus Wizard City her. Mrs. is young and a bit naive. She means well, but can get in over her head. I hope she did not lead those students into danger. Misery ist jung und ein wenig naiv. Sie meint es gut, aber manchmal nimmt sie sich zu viel vor. Ich hoffe, sie hat die Schüler nicht in Gefahr gebracht. Misery's heart is right over there. Look inside to see if there are any clues to her whereabouts. Tell me what you find. Misery's Hütte ist gleich dort drüben. Schau dich drin einmal um. Vielleicht entdeckst du einen Hinweis darauf, wo sie sich aufhält. Berichte mir, was du gefunden hast. Okay, auf in die Hütte. Uh-oh. It looks like a whirlwind blew through this place, turning it upside down. But there's no sign of the guide here. Oha, es sieht hier aus, als ob ein Wirbelwind hindurchgefegt wäre. Von Misery fehlt allerdings jede Spur. Ah, okay. Allerdings fehlt hier jede Spur. Ja, nichts zu machen. Ich habe nichts gefunden, Sir. Oh my, that does sound dire. I hope nothing terrible happened to her. Oh je, das klingt gar nicht gut. Ich hoffe, ihr ist nicht zugestoßen. Let me think. Yes. I remember now. I believe Miss Sissy said she was going to take the students to see the Tornpaw tribe. Lass mich nachdenken. Ah, ja, jetzt erinnere ich mich wieder. Ich glaube, Misery sagte, sie wolle mit den Schülern den Dornpfot-Stamm besuchen. Exciting to see such powerful creatures. Like myself, in a natural habitat. Wie aufregend, so vielen willenstarken Kreaturen zu begegnen. So wie mir. Noch dazu in unserer natürlichen Umgebung. I must confess, of all the tribes, the Tornpaws are particularly unpredictable and oft-times violent. But I'm sure you'll be safe. Ich muss zugeben, dass der Dornpfot-Stamm von allen Stämmen der gefährlichste und unberechenbarste ist. Aber dir wird schon nichts zustoßen. Go and present yourself to them. You'll have to display a show of strength and defeat a few Tornpaw hunters to win them over. Los, geh zu ihnen. Du musst ihnen zeigen, wie stark du bist, damit sie dich respektieren. Duelliere dich also zur Begrüßung mit ein paar Dornpfot-Jägern. Alles klar. Werde ich tun. Okay, okay. Hier sind Steine. Hier sind die Port-Dinger. Mit euch muss ich nichts machen. Da ist eine silberne Truhe. Hier ist ein Brunnen. Okay. Hier ist eine, ein Lotus. Ha. Sieht aber irgendwie sehr
ja, wie soll ich sagen, angenehm aus. Also, ne, nicht so überladen, finde ich auch. Aha. Aha. Hier sind Schüler drin, Leute. Cool. So, gegen die muss ich kämpfen, ja? Seid ihr auch Mythos? Ne, ihr seid Ballons. Natürlich seid ihr Ballons. Wer hätte das gedacht? Ups, was ist da? Habe ich da gerade was gesehen? Nee. Ich dachte... Es sieht so ein bisschen aus wie Mohonk, bloß in Savanne-Art, ne? Drei Stück muss ich schon wieder besiegen. Gut, ihr seid auch keine Elefanten, also weg mit euch. So, hier haben wir schon mal die. 1-3 haben die, ne? Ja. Na gut. Geh hin. So, ist jetzt jemand online? Nein. Ja, hallo Haustier. Dankeschön. Dankeschön für die Fee. Alles klar. Du kannst weg. Okay, das nächste Mal, nächste Runde kommt mein Daddy wieder. Mein Sturmfürst. Ich will immer sagen Triton, weil er immer so aussieht wie Triton aus Ariel. Aber Triton ist ja der andere. Oh, diese Blitze, ne? Dankeschön. Wow, heute meint es mein Haustier aber gut mit mir. Haben wir ihn schon. Das mache ich schon mal weg. Bitte funktioniere. Ja, sehr gut. Okay, die erste Runde ist gut gelaufen. So, was habe ich denn gekriegt? Oh. Alles in allem eigentlich recht gut, ne? Ich habe aber eine plus 12 Allgemeinrate und die Raten sind hier halt auf Leben, Tod und Mythos. Ja. So, 2 von 3 habe ich schon. Bin ich aufgeladen komplett? Ich gucke lieber nochmal. Nee, jetzt. Jetzt bin ich komplett aufgeladen. Ich habe also aber auch eine komische Zahl, ne? 2786. Sehr merkwürdig. Okay, das mache ich mal schon mal weg. Zweimal brauche ich die nicht. Glaube ich. Hey! Das ist nicht fair. Okay, so. Dann mache ich noch einmal das. Weil ich es kann. Ja, so. Lava-Dingens, ne? Wie heißt das? Ich weiß gar nicht. Lava-Ball oder so? Irgendwie sowas. Okay. Mache ich noch einmal das da bei ihr rauf. Und da bin ich tot. Nein, Spaß. Das wäre nicht gut.
Okay, ich habe noch über 1000 Leben und die haben keine Manas mehr großartig. So, bitte funktioniere. Bitte. Ich wäre dir sehr verbunden. Oh Gott, Blitze. Oh shit. Okay, die ist auf jeden Fall hinüber. Bei der, ja, plus minus null. Aber gut, die sind beide hinüber. Enough, Wizard. You are fierce. But why are you attacking us? Go take your concerns to Chief Olamili. Genug, Zauberin. Du bist wahrlich ein starker Gegner. Doch weshalb greifst du uns an? Wenn du etwas zu klären hast, sprich mit unserem Anführer, Häuptling Olamili. Okay. Ich komme, um dich zu retten, mein Freund. Da ist der Olamili, aber ich möchte erstmal gerne hier ein paar Leben zurückholen. Oh, erst die Kiste. So. Who are you? Wer bist du? We Thornpaws sustain ourselves by the hunt. But this is a hard year and a cruel season. And now our well has broken. Wir Dornpfoten ernähren uns allein durch die Jagd, aber die Zeiten sind hart und die Dürre lastet schwer auf uns. Nun ist auch nach unserer Brunnen kaputt. I did not see this pride of students that you are looking for, but my warriors did find one that dresses as you do. Eine große Gruppe Zauberschüler, wie du eine suchst, habe ich nicht gesehen, aber meine Krieger haben einen Winzling eingesammelt, der sich so ähnlich kleidet wie du. We have not yet decided what to do with him. Wir haben noch nicht entschieden, was wir mit ihm tun sollen. I will make you a bargain. If you can find some well stones and use your magic to fix our well, I will give you the student. Ich mache dir ein Angebot. Wenn du ein paar Brunnensteine zusammenträgst und mit deiner Magie unseren Brunnen heilst, kannst du den kleinen Zauberer mitnehmen. Mach ich gerne. Mach ich gerne. Einmal. Zweimal. These stones look perfect. Die Steine sehen gut aus. Oh Gott. So, da ist der Brunnen, genau. Na, komm schon. Jetzt. You place the stones and fix the wooden post. Then you use some mud and rope to bind it all together. Magic. Du ordnest die Steine rund um das Brunnenloch an und richtest die Brunnengabel wieder auf. Dann fixierst du die lockeren Steine mit feuchtem Lehm. Fertig, die reinste Magie. Okay, jetzt muss ich wieder mit dem Anführer reden. Der wird stolz auf mich sein. Die Wandbemalung ist cool. You fixed the well. Great job. Du hast den Brunnen repariert. Gut gemacht. This will give us the strength to hunt farther afield in search of the herds. Nun müssen wir keinen Durst mehr leiden und können neue Kraft schöpfen für die Jagd. Go, free your classmate, then speak to me. Lasse nun deinen Mitschüler frei und kehre dann zu mir zurück. Okay, Mausefalle. Outsider, you seem quick and capable. Our camp is plagued by an infestation of mice. These mice have no respect for us. Sag mal, du machst einen fegen Eindruck auf mich und flink scheinst du auch zu sein. Unser Lager wird von Mäusen überrannt. Sie haben keinerlei Respekt vor uns. Can you collect wood from a whistling thorn tree and make a better mouse trap? Then place it near my tent and tell me when you've done it. Kannst du ein paar Zweige der Flötenakazien sammeln und eine funktionstüchtige Mausefalle bauen? Stelle sie neben mein Zelt auf und sage mir Bescheid, wenn das erledigt ist. Mache ich, aber erstmal muss ich meinen Mitschüler hier retten. So, wartet mal. Dazu bräuchte ich mal ein Foto. So. Öffnen. Ja, wobei, wartet mal, ich mach mal jetzt ein Foto. Äh.
Näher ranzoomen kann ich nicht. Wartet mal. Oh Gott. Moment. Stopp. Jetzt Foto. Okay. Bild aufnehmen. So, sprechen mit Edwin Trollschritt. Ah, the sweet taste of freedom. Ah, der süße Duft der Freiheit. The other students? Are they lost too? Die anderen Schüler, sind die etwa auch verschwunden? I don't know what happened to the rest of the group. Ich weiß leider nicht, wo der Rest der Gruppe steckt. The guide, Miss Izzy Redband, brought us out here from Baobab with Professor Sunchaser. Die Savannenführerin Miss Izzy Rotstreif hat uns und Professor Sonnenjagd hierher gebracht. I saw a neat little cave I wanted to investigate, but when I came back out, everyone was gone. Ich entdeckte etwas abseits eine kleine Höhle, die ich mir näher anschauen wollte. Als ich wieder herauskam, waren die anderen weg. I tried to head back, but I got lost and stumbled into these thorn paws defending their tents. I guess I surprised them. Ich habe versucht, den Weg zurückzufinden, aber dabei habe ich mich verirrt und bin schließlich dessen Dornpfoten in die Arme gelaufen. Die sahen ganz schön überrascht aus. If you point me in the right direction, I think I can make it back to Baobab and then Wizard City. I'm getting out of here. Wenn du mir die richtige Richtung weißt, müsste ich es eigentlich zurück nach Baobab schaffen. Von da aus ist es ja nicht mehr weit nach Wizard City. Ich will jetzt wirklich nach Hause. Kann ich verstehen. Oh, ja. Hier haben wir den zweiten. Sehr gut. So, hi. You see, we are an honorable people. Siehst du, wir sind ehrbare Löwen. I do not know who told you we had anything to do with your missing pride of students. Ich weiß other nicht, than that one, of course. Ich weiß nicht, wer dir weisgemacht hat, dass wir irgendwas mit den verschwundenen Zauberern zu tun haben sollen. Also, abgesehen von diesen einen natürlich. Tick, tick, snick, tong. I do not know him. Tick-Ticks Schlangenzunge, nie von ihm gehört. Still, I am glad we met you, young wizard. Nun, ich bin jedenfalls froh, deine Bekanntschaft gemacht zu haben, junge Zauberin. You are a welcome friend to the Thornpaw tribe. Du bist nun ein Freund und stets willkommen im Lager der Dornpfoten. Go and tell Tick-Tick Snicktongue he steered you wrong. Gehe zurück zu Tick-Tick Schlangenzunge und richte ihm aus, dass der Dornpfot-Stamm nichts mit dem Verschwinden der Zauberer zu tun hat. Okay, dann machen wir das auch nochmal eben. So, was sollte ich jetzt nochmal, wartet mal, was sollte ich jetzt nochmal sammeln? Beschaffe. Wartet mal, ich gehe mal ganz kurz das Beschaffen. Mal gucken, ob ich das überhaupt jetzt auf die Schnelle hinkriege. Und dann gehen wir zu dem Tick-Tick. Zu dem Tick-Tick. Ach da, die hier. Das ist leicht. You collect a few branches from the thorn tree, being careful not to stick yourself with any thorns. Vorsichtig liest du ein paar Zweige der Flötenakazien von staubigen Bohnen auf. Ihre Dornen sehen wirklich eindrucksvoll aus. You bend the supple wood like so, and voila, you fashioned it into a pretty good mousetrap. Du biegst einen der Zweige in diese und einen anderen in jene Richtung, spannst einen dritten dazwischen und voilà, fertig ist die Mausefalle. Now to find the best place to put it. Jetzt musst du nur noch einen geeigneten Platz dafür finden. Ja, das sollte ich doch am Zelt von dem Anführer hinstellen, hinlegen, aufbauen. Okay, mal gucken, was er dann noch hat für eine Aufgabe. Perfekt. Close to the mice trail, but out of the way. Perfekt, nah genug an den Mäusepfoten, ohne den Löwen im Weg zu sein. Hahaha, what a mousetrap. We'll get those little squeakers now. Was für eine Mausefalle. Nun dürfte es uns ein leichtes sein, die kleinen Plagegeister zu fangen. Sehr schön, freut mich. Wo habe ich den jetzt überhaupt hingebaut? Ich sehe die immer noch nicht. Keine Ahnung. Gut, wir gehen jetzt auf jeden Fall mit dem Tick-Tick reden. So, der Brunnen ist auch repariert. Haben wir doch gut gemacht. So, tick, tick. Ach nee, der ist ja hier. Oh, you made it back without being eaten. That is a surprise. Oh, es ist dir gelungen, zurückzukehren, ohne gefressen zu werden. Welche Überraschung. I am so sorry I made you go through that with the torn paws.
selfish brutes. Not like my people. Es tut mir wirklich leid, dass du meinetwegen all diesen Kummer mit den Dorfpfoten härtest. Diese selbstsüchtigen Rohlinge kennen einfach keine Manieren. As soon as you left, I realized my mistake. I'm sure Messisi took the students to meet the Darkman tribe. Kaum warst du fort, ist mir mit Entsetzen mein Fehler aufgefallen. Ich bin sicher, dass Misery die Schüler zum Dunkelmähen-Stamm geführt hat. Go to the Darkmähen Tribe and demand to see their chief. You have to defeat a few to convince them. Don't show any weakness. Suche also den Dunkelmähen-Stamm auf und verlange, mit ihren Anführer zu sprechen. Duelliere dich mit einigen von ihnen, um sie zu überzeugen. Zeige keine Schwäche. Ich glaube, er weiß nicht so genau, was er da sagt. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die auch böse sind. Ich glaube tatsächlich, ich vermute es mal, dass diese Misery oder wie die heißt, etwas damit zu tun hat. Allein sie, ja. Dass sie eigentlich die Böse ist von allen. Und nicht die hier alle rumrennen und so. Das glaube ich nicht. So, und hier muss ich jetzt dann als nächstes kämpfen. Sofern ich hier nicht irgendwie falsch stehe, sagen wir es mal so. So, meine Lieben, dann würde ich sagen, dann war es das heute für die Aufnahme. Ich bedanke mich sehr fürs Zusehen. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Vielen Dank auch für eure Däumchen und eure Kommentare, falls ihr mir welche hinterlassen habt. Und in der nächsten Folge geht es einfach mal hier in der Savanne weiter. Bis dann, ihr Lieben. Bye, bye.